Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Nolf, No One Lives Forever. Wir sind, wie man unschwer erkennen kann, auf einer Raumstation und fahren jetzt nach... Unten? Nee. Unten ist verkehrt. Unten ist doch verkehrt. Wir müssen doch nach oben. Nee, verkehrt. Wir müssen nach oben. Warum fahren wir nach unten? Was habe ich denn in der letzten Folge gemacht? Wir müssen doch... Nein, wir müssen doch woanders hin. Wir müssen doch nach oben. Denn wir haben, hier so ein Security-Schriebsel gekriegt und wir müssen irgendwie oben doch die Sachen erstmal aufmachen, schalten, wie auch immer. Und hier ist nämlich irgendwo... Mal gucken. Wir müssen nämlich aufpassen. Nicht, dass wir hier geschnappt werden oder so. Und hier ist irgendwo noch ein... Von dem nicht. Hier unten haben wir nämlich den Krams bekommen. Hallo. Und müssen dann meines Erachtens eine Stufe höher Sicherheitssystem deaktivieren. Sonst kommen wir nämlich unten nicht ran an die Sachen. Genau, hier ist der Fahrstuhl. Da wollte ich doch hin. Und hoch. Da. Ja. Außerdem haben wir noch keine Waffe oder so und hier rennen mit Sicherheit noch Typen rum, die eine Waffe haben. So, wir sind jetzt nämlich in der Forschung. Wir müssen, glaube ich, zum Kommandomodul, wenn ich mich nicht irre. Ich gehe mal links lang. Ui, das ist so, das ist ja, also, wo sind wir hier? In der Forschung, ne? Das ist Sperrgebiet, Idiot. Ach so? Was? Ja. Die Wumme weiß zu gefallen. Das heißt, ein Treffer. Und hier ist Feierabend, hä? Oh, guck mal, Käse. Was haben wir hier drüben? Ah. Brauchen wir. Und was bist du? Ah, eine Rolle. Weltraumfoto mehrerer Meteoritenschauer, die im Marsperimeter vorbei und weiter nach innen fliegen. Ja, warum nicht? So, wo ist... toll. Die Laserwaffe hat natürlich wieder keinen Slot. Super. Da geht's nicht weiter. So. Ich glaube, der ist weg. Ja, voll. Und nu? Nee, oder? Guck mal. Oh. Schwerelos. Schwerelos. Was ist hier? Hier fliegt Klopapier. So, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, wir müssen hier irgendwie rein und dann hier nach oben. Speichern. Vorsichtig. Da fliegt ein Brief. Zero Gravity. Yay. Alle Mitarbeiter. Bitte legen Sie eine Schweigeminute ein für Ihren beliebten Kollegen Markus Mitchell. Ersten Berichten zufolge fiel er von der Welt während einer, wie es schien, Routinekontrolle aufgrund grafischer Störungen. Aha. Markus stolperte dabei entweder über eine geografische Anomalie oder ein Loch in der Karte. Wenigstens können wir uns damit trösten, dass er keinen weiteren Updates erhält und deswegen die Leistung nicht mehr beeinträchtigt. Wie immer ist Trauerberatung verfügbar, sollten Sie welche benötigen. Carson McRae. Personalabteil, was ist das für Quatsch? So, wir sind im Kommandomodul. Super. Und hier ist Zero Gravity. Hier nicht mehr.
Mir gefällt die Knarre. Mir gefällt die Knarre. Läuft hier noch jemand? Nee, hier läuft keiner, oder? Habt ihr jemanden gesehen? Ich sehe keinen. Außer den da. Hm. Schade, dass hier keiner ist. Oh. Wir sollten mitfahren. Ah, wer bist du denn? So, aha, 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 aha. Okay, hier nicht. Aha, aha, aha. Hier auch nicht. Raspberry. Aha. Gibt es hier auch den Raspberry Pi? Ja, welche Richtung? Kommandomodul B? Kommando... Ah, wir machen erstmal A. Wer A sagt, der macht A und kann danach B machen. So. Ich brauche hier Verstärkung. Ich bloß nicht hängen. Jemand soll... Was ist los? Ihr wollt Knöpfe drücken? Tatsache. Zivilverluste vermeiden. Ja, okay. Bisschen schwierig jetzt gerade. Hier ist zumindest... Ah! Halt da. Und... Knick, 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 knick. Oh, schon fertig? Oh, Tatsache. Hm. Ich glaube, jetzt müssen wir auf die andere Seite, ne? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auf die andere Seite. Kommandomodul B. Noch ist hier kein Störenfried. Die statistische Wahrscheinlichkeit. So, ich habe den mal entfernt. So. Klick. Tick, tick. Und? Jawohl. Das Sicherheitssystem. Oh oh, jetzt gibt's bestimmt Haue. Das war Glück. So, ich glaube, wir müssen jetzt... Oh ja, es ist ja wieder Zero Gravity. Ich hoffe, hier müssen wir nicht schießen oder so. Das wäre hier ein bisschen fies. So, da geht's raus. Ah, das ist das Klopapier wieder. Was? Was? Ah, die können auch daneben schießen. So, ich glaube, wir sind entdeckt. Oh. So. So, nach unten bitte. So, wir haben ja noch 475 Schuss, das ist in Ordnung, das kriegen wir noch hin. Einen zweiten Schussmodus hat die Waffe nicht. So, speichern. Speichern. So. Wow, wow, wow. Ui. Nee, hier ist der Eingang. Jetzt müssen wir, glaube ich, nach unten wieder. Und zwar hier lang.
weil wir brauchen noch das Antiserum. Ja, spannend. Komm. Ja. Hier ist der Tunnelgang. Wozu wir eigentlich eine Rüstung tragen, ist hier irrelevant scheinbar. Ach ja, stimmt ja. Wir waren ja hier. Ja. Genau, da waren wir vorhin da unten, also vorhin, letzte Folge und so. Und kamen hier aber nicht weiter. So. Oh. Aquamarine Sektor. Die Geräusche hören sich seltsam an hier. Als ob hier Wasser läuft oder so. Ja. Oh, was ist hier los? Guck mal. Warum fliegen denn hier so viele? Oh. Okay. Es dürfte nichts passieren. Boah, ist das. Scheiße. Wow. Toll. Oh oh. Jetzt speichere ich nochmal, okay? Da. Weil wir haben jetzt bloß noch eine begrenzte Zeit. Da geht's nicht weiter. Ach du Scheiße. Lass uns hier verschwinden. Oh, was? Warte auf mich. Okay, Rettungskapseln. Aber wir brauchen erst. Scheiße, wir brauchen erst den Krams, ne? Also hier sind Rettungskapseln. Merkt euch das. 4 Minuten 20. Komm, schneller. Es muss schneller gehen. Nicht hängen bleiben. Oh Gott, da drinnen ist es. Da drinnen. Rüstung brauche ich nicht. Habe ich 100%. Schnell zurück. Nein! Scheiße! Oh, welche Tür? Keine Tür. Oh, ist doch nicht der Ernst. Nein! Jetzt nicht speichern zwischendurch. Wie kommen wir hier raus? So. Warte mal. Ah. Ach. Hör auf. Wo kommt die her? Wo kam die Leiter jetzt her? Dülüt. Yeah.
da 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 da. Ja, geflohen. Boah, der Schweiß tropft mir jetzt noch. Du hast das Antiserum, aber du weißt immer noch nicht, wem du es verabreichen musst. Der nächste Schritt ist der unsicherste bisher und auch der kritischste. Der Preis für einen Fehltritt wird in Litern Blut der Unschuldigen gemessen. Boah, melde dich im Gebiet für erweiterte Feldtaktiken. Und das Spiel ist abgestürzt. Ich war zu gut, ich war viel zu gut. Nein, Moment mal, nein. Okay, wir probieren es nochmal durch hier, ne? Jawohl. Mal gucken, ob es jetzt auch wieder abstürzt. Blöd. Genau. Nee, okay, das machen wir jetzt nicht nochmal. So. Du hast das. Jawohl. Sie sehen müde aus. Oh ja. Ich bin okay, Sir. Wir haben Ihnen viel bei dieser Aufgabe abverlangt. Normalerweise würden wir ein ganzes Agententeam in einer solchen Situation normalerweise, einsetzen. Ja. Aber ich wollte ja die Herausforderung. Sie haben wirklich die richtige Einstellung. Hm. Gentlemen, was haben Sie rausgefunden? Das Antiserum ist brauchbar. Cool. Wunderbar. Haben wir genug davon hier? Einmal. Ich denke schon, aber natürlich hängt das davon ab, wie viele Menschen infiziert wurden. Wir brauchen die Namensliste, und zwar bevor Harm ein nächstes Exempel statuiert. Wo ist die Baroness jetzt? Sie und der Baron sind im Urlaub auf ihrem Schloss in den Deutschen Alpen. Dann werde ich da mal hinreisen. Darf ich Sie daran erinnern, dass das nächste Opfer von Harm in weniger als 20 Stunden detonieren wird? Vorausgesetzt, Sie revanchieren sich nicht dafür, dass Agent Archer Ihre Raumstation gesprengt hat. Ich? Entspannen Sie sich, Smithy. Es wird Sie reichlich beschäftigen, rauszufinden, was passiert ist. Ich habe Ihre Kommunikation außer Gefecht gesetzt. Schon vergessen? Abgesehen davon war es ein Meteoritenschauer, der das Ding in die Luft gejagt hat. Nicht genau. Ich. Was auch immer, das ist jetzt nicht die richtige Zeit, um sich zu streiten. Und was schlagen Sie vor? Sehen Sie, ich weiß, dass die Baroness für diesen Mist hier verantwortlich ist. Und ich weiß auch, dass sie die Namensliste irgendwo bei sich aufbewahrt. Sie macht das nicht nur des Geldes wegen. Sie will diese Menschen in Stücke reißen. Sie will Rache. Genau. Amüsante Theorie. Sie mögen entschuldigen, wenn ich nicht ganz überzeugt bin. Das ist mir egal, ob Sie überzeugt sind oder nicht. Ich würde gerne wissen, ob Sie eine bessere Idee haben. Na klar, da. Im Moment nicht. Ach. Dann lassen Sie mich das tun. Wenn Sie eine bessere Idee haben, dann können Sie mich ja zurückpfeifen. Dann werde ich mich auch nicht wehren. Das klingt unwahrscheinlich. Alles, was mich zurzeit interessiert, ist diese Namensliste, damit keine unschuldigen Menschen ums Leben kommen. Ich will hier nicht tatenlos rumsitzen und auf einen Geistesblitz warten, der deutlich macht, dass ich recht hatte und unschuldige Opfer sterben mussten, weil ich nicht auf meine Instinkte vertraute. Wenn Sie ein Zeichen von uns erhalten, erwarte ich von Ihnen, dass Sie alles stehen und liegen lassen und sofort mit uns Kontakt aufnehmen. Ist das klar? Na klar. Sie können sich darauf verlassen. Ich hoffe, Sie haben einen Plan. Natürlich. Ich laufe in dieses Schloss, hole die Namensliste und verschwinde wieder. Genau. Verstehe. Und wie genau wollen Sie dabei vorgehen? Holzhammer. Ich werde improvisieren. Holzhammer. Brillant. Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Tja, du hast keinen Plan. Was ist mit dem Knaben, der die Baroness für uns beobachtet hat? Er ist nur ein Spion. Ein armer kleiner Kerl, der Kopf und Kragen für nichts und ein bisschen Abenteuer riskiert. Perfekt. Er soll am Hotel sein, wenn ich ankomme. Werden wir das so wirklich schaffen? Ja, werden wir. Gott stehe uns bei. Tja. Was haben wir denn hier? Ausgang. Es liegt jetzt Schnee. Da E-Mobile in dieser Jahreszeit in den Alpen völlig normale Transportgeräte sind, haben wir uns gedacht, dass du damit vielleicht ein bisschen üben möchtest. Jo. Also, das Ganze spielt innerhalb von wenigen Tagen. Und hier liegt jetzt auf einmal Schnee, wo wir vorher mit dem Moped gefahren sind, ne? Nur mal so nebenbei. Uah. Fährt sich wie ein Stück Butter. Oh Gott. Oh. Oh.
Und durch die Stange durch. Yeah. Naja. Also wenn ich kann, möchte ich da schnell weg von dem Ding. So, kann ich hier wieder rein? Ja, bitte. The Elite Guard, Hipchicks. Die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Den war immer langweilig. Wer ist er? Ich sterbe vor Langeweile. Ja. Das ist so langweilig. Ja. Ich hab nie richtig Spaß. Ja. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Viel Glück und Gottes Segen, ja. Wenn deine Theorien stimmen, wird dich die Baroness direkt zur Opferliste von Harm führen. Du musst diese Liste in die Finger bekommen und Harm ein Ende setzen, bevor noch mehr Menschen sterben. Du musst das schaffen. Aber sowas von. Verfolge die Baroness zur privaten Gondelstation. Begib dich aufs Gondeldach, bevor die Gondel losfährt. Na toll. Treffen mit Unity-Agent. Finde den Maschinenraum der Gondelstation. Begib dich zum Schloss. Einzelschusswaffe. Hochexplosive Geschosse. Das ist alles. Okay, da werden meine lieben Zuschauer diesmal verschont werden von einer Schnieper. Beziehungsweise von Bogen und hast du nicht gesehen. Münze Haarspray. Wobei ich mir lieber... Moment mal. Nee, kommt, hört auf. Das Ding weg und hier, ich möchte meine... Was? Oh, hier gibt's das Lasergewehr. Da ist die Harpune. Also wir können das so machen oder sogar das Lasergewehr nehmen. Das Lasergewehr lässt nämlich auch... Ah, wisst ihr was? Wir nehmen das Lasergewehr. Scheiß drauf, komm. So. Das hinterlässt nämlich keine Leichen. Sagt mal, brauchten wir eigentlich schon die Sonnenbrille? Mit dem Minenfeld? Ich wüsste nicht wann, ne? Okay. Was kannst du mir berichten? Jeden Mittag ist sie in einem anderen Café und verbringt dann ein oder zwei Stunden mit einem Schaufensterbummel. Dann fährt sie wieder mit der Gondel auf den Berg. Ist sie alleine unterwegs oder in Begleitung? Um sie herum sind immer eine Menge gefährlich aussehender Männer. Was weißt du über das Schloss? Nur, dass man nur mit der Gondel dahin kommt. Ich habe gehört, dass es eine Mittelstation gibt, in der man umsteigen muss, um mit der anderen Gondel ins Schloss selber zu kommen. Ah, okay, okay. Perfekt. Ich habe eine Aufgabe für dich, aber das kann ganz schön gefährlich werden. Ich habe keine Angst. Na siehste. Gut, dann spionier um die Gondel rum und fahr mit ihr bis zur Mittelstation. Sieh dich dort um und finde so viel raus wie möglich. Wir treffen uns in 2 Stunden wieder. Wie wirst du mich finden? Hinterlasse ein Zeichen. Irgendwas im Schnee, das sollte genügen. Einfach reinpullern. Was machst du jetzt? Ich mache einen kleinen Schaufensterbummel. Hallo, Baroness Dumas. Irgendwelche Anzeichen für Ärger? Ja, McCoy hat sich auf diese Schneeballschlacht mit ein paar Kindern eingelassen. Einen Schlag ins Gesicht bekommen. Jetzt hat eine blutige Nase. Wie heißt du? Lloyd Anderson. Zu Ihren Diensten. Du bist gefeuert. Oh. Ja? Warum? Weil es Aufsehen erregen würde, wenn ich dich erschießen würde. Du übernimmst die Leitung. Wenn dir irgendjemand durch die Lappen geht, zerlege ich dich in deine Einzelteile. Okay. Feiern Sie Winter. Feiern Sie diesen Samstag mit Ihrer Familie. Ja, genau. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Firefox.